Denn spätestens beim großen Finale mit Leise rieselt der Schnee war sie da, die Weihnachtsstimmung im Huckenhammer Stadel in Bayerbach. Zuvor gab es bei der ersten Ausgabe von Romy on Tour zwar auch immer wieder adventliche Klänge, größtenteils aber Schlager und Kabarett vom Feinsten. Moderatorin und Shownamensgeberin Romy Dadelhuber führte dabei souverän durch die Sendung und lieferte natürlich auch selbst einige musikalische Beiträge. Zu jeder Minute merkte man, dass die 26-Jährige ein absoluter Bühnenprofi ist, kann sie doch bereits auf über 2000 Live-Auftritte zurückblicken. Auf die kommt ihr erster Gast zwar wohl nicht, trotzdem steht der Aura Jackl auch schon über 30 Jahre auf der Bühne. Als Bauchredner brachte er mit seinem kleinen Freund Lucky die Gäste mehrmals zum Lachen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Lucky, bei den Leuten, gell? Ja, fang an. Ja, genau, also ich bin der Jack und ich bin aus Bruckberg. Und du? Ich heiße Lucky. Und du bist aus Kunststoff. Nein, du bist aus Bruckberg. Ein Garant für schallendes Gelächter war auch der zweite Kabarettist des Abends, Martin Frank. Der sorgte nach einem witzigen Stand-up mit seinen berüchtigten Gesangseinlagen mal wieder für allgemeine Verblüffung. Weil's mich so hungert und weil's mir graust. Tausch mit mir mein Bresso gegen deine Pizza, weil's mich so hungert und weil's mir so kraust. Weil's mir so kraust. Ja, weil's mir so kraust. Dankeschön. Ansonsten gab es auch traditionelle Klänge von den Quertreibern und der Duschelhofenmusik. Und Brauchtum pur von der Trachtengruppe Grenzlandler Göcking mit ihrem Sterntanz. Der Höhepunkt des Abends war aber Stargast Niki. Sie hatte natürlich ihre bekanntesten Hits im Gepäck. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Dazu trug mit Sicherheit auch das ausgewählte Drei-Gänge-Menü bei, mit dem die Gäste verwöhnt wurden. Bleibt noch das Fazit des Abends vom Veranstalter persönlich. Sensationell. Ich habe gesagt, ich habe eine sensationelle Moderatorin und es ist die Wahrheit, ich habe eine sensationelle Moderatorin. Du hast das klasse gemacht, also wirklich sensationell. Und auf mehr sensationelle Ausgaben Romy on Tour können Sie sich auch freuen. Nur so viel gute Laune ist dort vorprogrammiert. Mehr wird jetzt aber noch nicht verraten.